aber gar nicht so richtig glauben können im Ziel. Ideales heute hat Motivation schon ein zusätzlicher. Auf jeden Fall. Also ich war gestern schon total glücklich, weil jetzt die letzten Wochen doch dann ab und zu mal zum Zweifeln angefangen, weil es irgendwie gar nicht so funktionieren wollte, wie ich mir das vorgestellt habe und wie es im Training angegangen ist. Und ja, dass es dann gestern endlich mal geklappt hat, da war ich schon sehr froh. Und natürlich hat es jetzt Motivation, wenn man die Quali geschafft hat und dann kommen wir einfach alles weiter in die Rennen geht. Ich muss zugeben, dass ich mich auch als Experte geoutet habe und habe gesagt, naja, heute viermal schießen, da wird es nicht gerade nach vorne spülen, die Evi. Ich habe es nicht zugetraut, aber es war ein richtig tolles Schießergebnis, obwohl die Bedingungen gar nicht so einfach waren. Ja, es war nicht ganz einfach, aber mit meinem Schießen bin ich trotzdem nicht ganz zufrieden. Der ein oder andere Fehler sollte schon weniger werden, vor allem die zwei am Schluss, das ist dann auch ärgerlich. Aber im Laufe ist es halt super gegangen und dann habe ich einfach so gut gemacht. War das jetzt der berühmte Schalter, der im Kopf dann irgendwann umgefallen ist? Das heißt, jetzt geht man mit einem anderen Selbstbewusstsein ran, läuft man auch da, wie die Konkurrenz vielleicht auch ein bisschen anders anschaut als noch vorher. Du warst ja im Prinzip, obwohl du ja mit einer der ältesten im Feld ist, was ja kein Geheimnis, warst du schon der Lehrling hier im Weltcup. Ja, weil man das bin ich immer noch, die anderen sind auch schon um einiges erfahrener wie ich. Aber ja, ich hoffe, dass das der Schalter war, der umgelegt ist und man kann natürlich dann auch viel lockerer liegen, wenn einfach mal Ergebniskinder ist. Und dann die ganzen Kritiker einmal stillsagen. Und ja, dann kommen wir einfach befreiter in die und ja, ist alles ein lockerer Sinn. Ihr habt gerade erwähnt, zum vierten Mal bei Olympischen Spielen Salt Lake City ging es los, gleich mit richtig schönen Medaillen um den Hals. Mit was für Erwartungen? Kann man überhaupt schon davon reden, dass du Erwartungen hast? War die Zeit schon genügend da, dass du dich jetzt mit diesem Thema, ja, ich bin in Sochi mit dabei, beschäftigt hast? Also damit habe ich mich jetzt nicht beschäftigt. Ich freue mich jetzt einfach nur, dass ich die Quali geschafft habe und dass ich mit dabei bin. Und mein Bier, dann ist so viel möglich. Und es ist früh nach vorne möglich, es ist früh nach hinten möglich, das geht ganz schnell. Das macht es ja also spannend und deswegen lassen wir es auch uns zu viel mal anschauen, was dann am Ende dabei rausgehen. Von welchem Lager kommen mehr Glückwunsch SMS? Aus dem Landlauflager oder aus dem Biathlon-Lager gestern? Ja, die Biathleten sind ja fast alle da. Gut, von der Wand sind schon einige gekommen. Ich glaube, das hört sich die Waage. Bist du noch in Kontakt zu deinen ehemaligen Kolleginnen? Die haben ja heute auch eine relativ taffe Etappe bei der Tour de Ski gehabt. Morgen ist die Monster-Etappe hoch auf die Alpe Cervis. Bist du noch in Kontakt, motivierst sie und denkst du dann vielleicht, wenn du auf dem Sofa liegst, boah, Gott sei Dank, dass ich morgen mit 12,5 Kilometer laufen muss und nicht da diesen Wahnsinnshügel? Ja, doch, wir haben schon noch in Kontakt und war ja letzte Woche auch schon da und habe alle mal wieder getroffen. Das war auch schön, immer wieder ja, mit Leni unterwegs zu sein und das ja einfach einmal wieder zu sehen. Und ja gut, Alpe Cervis ist gerade was Besonderes, ist sauhart, aber ich bin doch froh, dass ich überhaupt 12,5 Kilometer reichen. Vielen Dank.